Der Kampf geht weiter. Das Geheimnis liegt verborgen hinter den Worten. Nach dem Fieber. 2019 habe ich eine Geschichte ersonnen, in der es um eine globale Grippeepidemie und eine russische Invasion geht. Heilige Scheiße, was habe ich mir dabei nur gedacht? Damals hat es so gut wie niemand zur Kenntnis genommen, mit der Ausnahme des wunderbaren Jürgen Seibold bei Hysterica, der bereits am Anfang von 2020 eine sehr charmante Rezension geschrieben hatte. Worum geht es in dieser Geschichte? Kira, Claudia, Thekla und Elias sind vier Freunde unterschiedlichen Alters, die in Mittelfranken der 60er Jahre leben. Nein, nicht der 60er Jahre, sondern der nächsten 60er Jahre, der 60er Jahre des 21. Jahrhunderts. Wir befinden uns 36 Jahre nach der Apokalypse. Das Virus hat 95% der Menschheit ausgelöscht, die Natur kann wieder atmen und die Überlebenden teilen sich in zwei Gruppen auf, die Immunen und die Resilienten. Und ja, die Resilienten sind meine Version der Zombies, wenn man es so will. Aber natürlich ist nach dem Fieber in erster Linie meine zynische, stets misanthropische Auseinandersetzung mit unserer Gegenwart. Zugleich wollte ich aber auch eine Zombie-Fortsetzungsgeschichte mit Regionalbezug schreiben, sozusagen Zombies in Mittelfranken. Ich finde das sehr plausibel. Die erste Folge gibt es als Self-Publishing-Groschenheft für einen Preis von 2 Euro. Schau einfach in meinem obskuren E-Shop vorbei und der Rest ist ein Kinderspiel. Nun weiter mit dem Programm. Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe von Zu fremden Gestaden. Meine unscheinbaren Videoserie, die sich mit einer meiner Lieblingsgestalten der Comicswelt beschäftigt, den von Hugo Pratt erschaffenen Corto Maltese, den manche auch als den Kapitän ohne Schiff bezeichnen. Und ich wollte mich nun dem dritten Band zuwenden. Wir haben ja Band 1, die Südsee-Ballade und im Zeichen des Steinbocks, Band 2, in den letzten Videoepisoden dieser Reihe recht zufriedenstellend abgearbeitet. Und nun geht es weiter mit diesem dritten Band, der unter dem Titel läuft und immer ein Stück weiter. Was eigentlich ein wunderschöner, extrem vager Bandtitel ist, finde ich. Ein Bandtitel, der wunderbar die eskapistische Natur der ganzen Geschichte festhält und letztendlich diesen aus sich selbst stammenden Antrieb von Corto Maltese beschreibt, den ewigen Reisenden. Und im Französischen hieß ja der Sammelband damals im Grunde genauso, nämlich Corto toujours un peu plus loin und wurde veröffentlicht ungefähr im Jahr 1970, 71, wenn ich mich richtig erinnere. Wobei das stimmt nicht ganz. Ich glaube, 70, 71 erschienen die fünf Geschichten, um die es hier geht, im Pif Gage. Aber relativ zügig danach wird dieser Band wohl erschienen sein. Das könnte man aber auch vielleicht hier im Impressum nachsehen und wahrscheinlich setzt jetzt der Vorführeffekt ein, wo wir feststellen, dass also hier ist auf jeden Fall das Copyright auf 1970 gesetzt, aber das sagt ja erstmal nichts aus, weil möglicherweise sich das einfach auf die Erstveröffentlichung bezieht. Und diese war ja damals eben in dem BIF-Magazin. Und ich hatte ja schon in einer der letzten Videoepisoden gesagt oder mich gewundert, wie ungewöhnlich ich immer fand, dass Piff zu diesem Vehikel für Corto Maltese wurde. Es ist ja auch wichtig zu verstehen, dass diese Zusammenfassung in Bände immer ein bisschen später kam. Und deswegen muss man, also wenn wir jetzt diese Videoepisoden so aufziehen, dass sie die jeweiligen Geschichten abarbeiten, so wie sie gezeichnet und veröffentlicht wurden, dann muss man
sozusagen in das Werk hineingehen und sich jeweils die einzelnen Stories angucken. Das entspricht dann also fünf relativ kurzen Videos, die auf die jeweilige Geschichte eingehen. Darin unterschied sich die Arbeitsweise von Hugo Pratt sehr stark von dem Anfang, als er die Südseeballade als eine riesige Geschichte schrieb. Und danach zog er es lieber vor, bei kurzen Geschichten zu bleiben, erstmal, die dann erst im Nachhinein in solche Bände zusammengefasst wurden. Wobei es seinerzeit auf dem internationalen Markt ja eher so war, dass viele nicht wirklich diese Geschichten in ganz dicken Bänden rausbringen wollten, sondern teilweise das auch nochmal in zwei Unterbände aufteilten. Aber das ist jetzt ein bisschen zu kompliziert, aber lässt sich alles sehr gut zum Beispiel über Wikipedia nachlesen. Wie auch immer, was wollte ich jetzt sagen? Also wir gucken doch erstmal hier ein bisschen rein. Wir sind, wie man ja sieht, noch immer in Südamerika, wie in dem vorhergehenden Band im Zeichen des Steinbocks. Und es ist erneut eine wunderschöne Ausgabe von Schreiber und Leser. Ich persönlich denke ja, dass diese Schreiber- und Leser-Ausgaben von Cotto Maltese in vielerlei Hinsicht als die endgültigen Ausgaben betrachtet werden können. Wie so oft bei so Integralbänden gibt es irgendwelche schönen Essays oder Aufsätze. Hugo Pratt oder Der Zauber der Utopie ist ein Aufsatz von Vincenzo Cerami, der ein bekannter italienischer Drehbuchautor ist oder war. Ein super charmanter Aufsatz, der sich gerade mit dieser seltsamen Grätsche beschäftigt, die ich in einem der vorangehenden Videos auch beschrieben hatte. Und ich meine damit diese Grätsche zwischen dem Rationalen und dem Metaphysischen. Ich möchte daraus vielleicht einen Absatz mal kurz lesen. Hugo Pratt verbindet den Krimi mit dem Abenteuerroman, exotische Farbenpracht mit den Nebeln des Schauerromans. Die Personen treten aus dem Schattenreich, wo sie mit der Finsternis plaudern und stehen wie geblendet im ungesunden Licht des Äquators. Ein leichtes, beharrliches Fieber weitet die Pupillen und akzentuiert den Erzählton. Corto Maltese geht auf einem schmalen, rutschigen Grat, der das Bild zweiteilt. Auf der einen Seite das geordnete Reich der Rationalität, wo die Leidenschaften und die Leiden der Alltagswelt zu Hause sind. Auf der anderen der Wirrwarr von Exzessen und Übernatürlichem, wo sich ein Mischmasch aus Religionen und sakralen Riten ergießt. In dieser anthropologischen Dimension löst die Zeit sich auf, sie verschwindet. Intrigen, Hinterhalte, plötzliche Erscheinungen sind typisch für die nordische Literatur, wo die Sonne selten erscheint. Mord im hellen Sonnenschein, wie der in Albert Camus Der Fremde, einem Moment des Wahnsinns geschuldet, verlangt nach südlichen oder orientalischen Hintergrundfolien, gewürzt mit antiken Tempeln und magischen Riten. Das ist sehr gut erfasst und beschreibt eben diese interessante Ambivalenz in Corto Maltese, die letztendlich möglicherweise eine große Ambivalenz in Hugo Pratt selber war, der einerseits natürlich dieses historisch oder biografisch bedingte Interesse an der Geschichte besaß, auf der anderen Seite aber ein ständiges Faible für Metaphysik, für grenzwissenschaftliche Theorien hatte. Und das konnte er beides auf eine interessante Art und Weise in Corto Maltese ausleben. Entschuldigung, ein Schluck Earl Grey Tee. Interessant finde ich diese Doppelseite hier, bei der leider nicht beschrieben wird, was die für eine Quelle hat. Das ist letztendlich eine Art Potpourri hier, eine Art Collage, eine Bildcollage, die einerseits viele der Themen von Corto Maltese hier geografisch festhält, aber es geht viel weiter darüber hinaus. Es ist mehr eine Collage der Interessen von Hugo Pratt. Man hat es sogar hier, Aguirre und Werner Herzog tauchen hier auf. Es gibt hier Darwin mit den Galapagos-Inseln, es gibt hier Che Guevara und so weiter. Also man kann sich hier für lange Zeit verlieren, bis man alles entdeckt hat. Und ich habe keine Ahnung, wo das genau herkommt. Ich könnte mir vorstellen, dass das mal eine Collage war, die jemand für das PIV-Magazin machte und dass das vielleicht so im PIV-Magazin erschien. Aber falls das jemand von euch weiß, lasst es mich wissen. Ich habe keine Ahnung. Es hat ja einen klaren Bezug, weil hier sieht man zum Beispiel eine Zeichnung
die direkt aus dem Colto Maltese Heft stammt. Und da sind also viele Grafiken direkt aus den Heften übernommen. Hier kann man der Colto mal kurz laufen sehen. Aber ansonsten sind das alles Mögliche, also so Collagen aus vielleicht Zeitschriften und so weiter. Jorge Luis Borges, also es ist ein echtes südamerikanisches Potpourri. Wie man ja weiß, liebte es Hugo Pratt, statt nur mit dem Bleistift zu skizzieren, mit Wasserfarben zu skizzieren, und zwar auf so eine sehr nasse und sehr schnelle Art und Weise. Aber er hatte irgendwie das Talent, damit so mit ganz wenigen Klecksern ganz viel Ambiente festzuhalten. Das hier ist ein anderer Aufsatz mit dem Titel Auf allen Wassern von Thierry Thomas. Ein eher nachdenklicher und ich würde sagen sehr verkopfter Text, wo man sich mit einer Gesamtrezeption von allen Colto Maltese-Geschichten beschäftigt. Das hier ist eine großartige Aquarellzeichnung, die diente dann für die Castellammare-Ausgabe als Titelseite für diesen Band. Und das ist verdammt cool. Das war 1979. Da reicht dann ein Blick und die gesamte Atmosphäre ist natürlich geschaffen. Da muss ich sagen, also dass mir viele der, nicht alle, aber die meisten der Castellammare-Titelseiten gefallen mir ein bisschen besser als die Schreiber- und Leser-Titelseiten, aber das ist ja wirklich Kritik auf überflüssig hohem Niveau. Aber manche von denen sind wirklich ganz, ganz faszinierende so Momentaufnahmen. So, dann steigen wir mal in die erste Geschichte ein, mit der sich ja dieses Video beschäftigen möchte. Und das trägt den Titel Pilzköpfe. Und wie so oft ist das als erste Geschichte hier schon mal super seltsam. Und auf Französisch heißt diese Geschichte wortwörtlich Tête de Champignon, die Champignonköpfe, und im italienischen Original Teste e Funghi. Und dahinter steckt ein kompliziertes Wortspiel, über das man sich den Kopf zermartern kann und auf das ich vielleicht nachher noch eingehen werde. Diese Geschichte schließt ja in vielerlei Hinsicht ein wenig auf die letzte Geschichte von dem vorhergehenden Band im Zeichen des Steinbocks an. Wir scheinen uns ja hier auf dem Rückweg zu befinden und sind in Maracaibo in Venezuela. Und Colto Maltese ist mit Dr. Steiner in einem Antiquitätengeschäft von Levi Colombia. Und Corto hat noch immer sein Gedächtnis nicht wieder erlangt. Das hat er ja verloren durch die Schussverletzung durch Soledad Lockhart. Und Levi Colombia möchte Corto und Steiner anheuern für eine Expedition zu den Jivaro-Indios bei den Quellen des Amazonas zu gehen, weil er überzeugt ist oder irgendwelche Unterlagen hat, die belegen, dass sich dort der Eldorado-Schatz befindet. Und Steiner knüpft Levi Colombia gleich mal einen Beutel mit getrockneten Pilzen ab, die wohl von den Hiwari-Indios stammen und psychedelische Eigenschaften haben sollen. Weil Steiner hat die Idee, dass ein solcher Psylotrip Colto Maltese helfen könnte, sein Gedächtnis wieder zu erlangen. Und so mischt ihm Steiner einige dieser Pilze ins Essen, was ja nicht die feine englische Art ist. Aber er ist auch selbst sehr neugierig auf ihre Wirkung, also langt er auch mal kräftig zu. Ja, und etwas später befindet sich die Gruppe dann bereits unterwegs in Richtung Ecuador. Das ist natürlich keine geringe Meile, weil Maracaibo sich hier befindet. Und da heißt es dann all den Weg wieder zurück, dann durch Panama-Kanal bis hierher und dann irgendeinen Fluss hoch in den Urwald. Steiner hat sich ja
den Gedächtnisverlust von Corto Maltese ein wenig zunutze gemacht, indem er ihn auf diese Weise überhaupt überreden konnte, diese Expedition anzuführen und mitzumachen. Und sie fahren den Fluss hoch, was man hier in einigen wirklich wunderschönen Zeichnungen erleben kann. Das ist also mal so eine sehr ruhige Passage, für die Hugo Pratt auch durchaus berühmt war. Dr. Steiner wirft hier ein paar Psylos ein und spätestens ab hier merkt man, dass die Wirkung langsam eingesetzt hat. Sie treffen dann auf einen Eingeborenen mit dem Namen Aparia, der eine sehr undurchsichtige Persönlichkeit ist. Und schon bald kämpfen sie alle ums Leben. Das ist also auf den ersten Blick eine sehr abenteuerliche Geschichte, die sich im Urwald abspielt, wo das Ganze wie so eine Mischung ist aus Action und Horror. Doch dann, als es so aussieht, dass alles verloren ist, finden wir raus, dass das alles nur ein einziger Fiebertrip ist von Dr. Steiner und dass er diese ganze Geschichte, den ganzen Weg nach Ecuador, nur geträumt hat. Also plötzlich merken wir, dass wir noch immer in Maracaibo sind. Und interessanterweise hatte aber auch Corto offensichtlich einen Trip, aber hat es deutlich gefasster absolviert. Vermutlich hat er mit solchen Dingen eine größere Erfahrung als Dr. Steiner. Allerdings hat Steiner recht behalten, denn durch diesen Trip hat Corto sein Gedächtnis wieder erlangt. Er kann sich aber nicht erinnern, wie er da überhaupt hinkommt. Das heißt, alles, was geschah, nachdem Soledad auf ihn geschossen hatte, all die Tage oder sogar Wochen, die darauf folgten, die sind ihm abhanden gekommen. Er ist deswegen sichtlich überrascht, in Maracaibo zu sein. Das mutet sichtlich wie ein Problem an, denn er hat der Soledad und ihren Leuten nicht nur sein Boot überlassen, sondern ihnen auch die Perlen gegeben, die sich an Bord befanden, unter der Prämisse, dass sie die Perlen in einer gemeinsamen Firma anlegen und Corto in naher Zukunft vorbeikommt, um seinen Anteil abzuholen. Doch daran kann er sich nun erstmal nicht erinnern. Ironischerweise nimmt Steiner Corto nun zu Levi Colombia, der ihm den Vorschlag wiederholt, eine Expedition nach Ecuador zu leiten, mit dem Ziel, den Schatz des Orellana zu finden. Doch Corto Maltese lehnt es als vollkommen unsinnig ab. Er ist selbst ein Fachmann fürs Schatzsuchen und er hält Eldorado für ein reines Märchen. Hier ist ein interessanter Querverweis, wo Corto Maltese Dr. Steiner erzählt, dass er persönlich mit Jack London bekannt ist. Das ist nur eine beiläufige Erwähnung an dieser Stelle, aber sichtlich ein Osterei, das Hugo Pratt erst viele Bände später wiederfinden und schälen würde. So hat die ganze Geschichte eigentlich in Maracaibo stattgefunden, denn alles Abenteuerliche in Ecuador war in Wirklichkeit nur Steiners psychedelischer Traum. Das hier war die einzige Geschichte aus diesem Band, die im PIF noch am Ende des Jahres 1970 erschien. Der Rest dieses Bandes kam dann in der Zeitschrift im Verlauf des Jahres 1971 heraus. Jetzt wird natürlich auch deutlich, was für ein Wortspiel mit dem Test der Fungi oder Pilzköpfe gemeint ist. Denn einerseits war Pilzköpfe damals in den frühen 70ern ja ein gängiger Ausdruck, um die Beatles zu beschreiben, wegen ihren Pilzkopffrisuren. Aber assoziativ spielt Hugo Pratt natürlich mit der Tatsache, dass der Ivari-Indio-Stamm so ähnliche Frisuren hat. Und auf einer anderen Assoziationsebene bedeutet der Titel natürlich, oder in dem Titel steckt natürlich die Erklärung für die ganze Geschichte, nämlich, dass es sich um einen reinen Pilztrip handelt und dass man jene Leute als Pilzköpfe bezeichnen könnte, die ganz viele psychedelische Pilze einwerfen.
Und das ist eigentlich schon ein typisches Wortspiel von Hugo Pratt. Und in diesem Sinne sehen wir uns dann bei der nächsten Geschichte, bei der neunten Geschichte aus der Corto Maltese-Reihe, die den Titel Tanz um Bananen trägt, im Original La Conga dei Banane. Bis zum nächsten Mal. Thank you.